Henrik, was ist denn dein größter Wunsch in deinem Leben? Wenn du einen hättest, welchen würdest du dir gerne erfüllen? Ich möchte eine Big Titty Goth GF. Wie bitte? Ich will eine Freundin, die mich mit ihren Titten erschlagen kann. The fuck? Aus gegebenem Anlass melde ich mich mal wieder zurück. Und auch aus gegebenem Anlass befassen wir uns heute mit Hachishaku-sama. Und nein, der gegebene Anlass ist nicht, dass ich eine Goth-Freundin mit großem Vorbau suche, aber, also, wenn ihr zufällig jemand kennt, ich lese die Kommentarsektionen. Nein, der Grund ist, dass das Internet momentan auf eine ganz bestimmte Dame aus Resident Evil Style geht und ich mir überlegt habe, dass man das einmal nutzen könnte, um auf diese japanische urbane Legende Bezug zu nehmen und uns zu fragen, ob sie nicht vielleicht eine andere, ältere Inspiration hat. Aber der Reihe nach. Der Name Hachishaku-sama klingt zugegeben etwas kompliziert, ist aber eigentlich ganz leicht aufzudröseln. Wir haben einmal das Zeichen für 8, wir haben das Zeichen für Shaku, ein altmodisches Längenmaß, so plus minus 30 Zentimeter, und wir haben das Honorativsuffix Sama, also etwa Herr, Frau oder Fräulein. Also zusammengenommen Hachishaku-sama, etwa Herr, Frau oder Fräulein 8 Shaku. Ja, Sama ist ein bisschen vielseitig. Im Kontext der Geschichte ist aber klar, dass Sama hier als Frau oder Fräulein zu lesen ist. Achchaku klingt vielleicht etwas nichtssagend, bis man sich in Erinnerung ruft, dass das immerhin knapp 240 Zentimeter sind. Zum Vergleich, einer Studie zufolge sind japanische Frauen im Schnitt etwa 148 Zentimeter groß. Kein Wunder, dass man darauf Bezug nimmt. Die Legende um Hachishaku-sama ist tatsächlich recht neu und stammt vom japanischen Imageboard Futaba Channel, was etwa die japanische Entsprechung von 4chan, also Yotsuba Channel, ist, nur mit deutlich weniger Fröschen. Am 26. August 2008 teilte ein Benutzer auf Futaba ein Erlebnis aus seiner Kindheit mit den anderen Benutzern. Auf dem Weg zum Haus seiner Großeltern sah er die Gestalt einer gewaltigen Frau in einem weißen Kleid mit einem weißen Hut, die ihn zu beobachten schien und ein seltsames Geräusch machte. Es klang so ähnlich wie. Als er seinen Großeltern davon erzählte, gerieten sie in Panik und zogen eine Priesterin zu Rate. Diese gab ihm einen Talisman und strikte Anweisungen, bis zum nächsten Morgen allein in seinem Zimmer zu bleiben und es auf keinen Fall zu verlassen. Am nächsten Tag wurde er von einer ganzen Armee aus Erwachsenen zurück nach Hause begleitet und durfte seine Großeltern nicht mehr besuchen. Nicht einmal zur Beerdigung seines Großvaters, knapp 10 Jahre später. Anscheinend war ein Schrein in der Nähe beschädigt worden und Hachishaku-sama entkam, um Kinder zu entführen. Zu welchem Zweck auch immer. Solche Creepypasta waren natürlich lange in Mode und tatsächlich hat Hachishaku-sama mit Slenderman etwa ein Jahr später eine westliche Entsprechung gefunden. Ob der Macher von Slenderman von Hachishaku-sama inspiriert war, weiß ich nicht. Ich halte es aber für unwahrscheinlich, außer die Person hat rein zufällig häufiger mal Futaba Channel besucht und sich von den Geschichten dort inspirieren lassen. Aber auch wenn Hachishaku-sama vielleicht nicht unseren, in Anführungszeichen, Slenderman inspiriert hat, hat sie selber vermutlich einen deutlich älteren Hintergrund, und zwar die Taka-Onna. Taka-Onna heißt nichts anderes als Taka groß und Onna Frau, also große Frau. Ein Name, unter dem sie in der Gatsu Hyakuyagyo auftaucht von Toriyama Sekien, auf den ich hier in der Serie schon häufiger mal Bezug genommen habe und auch in Zukunft immer mal Bezug nehmen werde, weil nahezu sämtliche Gruselgestalten der japanischen Geschichte irgendwann einmal von ihm abgebildet sind. So auch die Taka-Onna. Ebenso wie Hachishaku-sama ist die Taka-Onna relativ groß. Im Gegensatz zu ihr aber ist sie nicht ebenmäßig proportioniert, sondern hat eine übermäßig lange mittlere Sektion, die sie groß genug macht, um im zweiten Stock eines Bordells Leute zu erschrecken. Das tut sie allerdings nur in einigen Interpretationen, denn Sekien selbst hat sie lediglich gezeichnet und ihr den Namen Taka-Onna zugeordnet. Weitere Geschichten existieren nicht über sie. Ein etwas moderneres Erlebnis, jetzt gerade in Bezug auf die Taka-Onna, ist im Jahr 2016 passiert, als eine Statue der Taka-Onna in einem Park in der Stadt Gorbo schwer beschädigt wurde. Es war nicht einfach nur irgendeine Statue, es war eine Statue von mehreren, die verschiedene lokale Legenden zeigten und nicht ganz billig war. Noch dazu wurde sie anscheinend mutwillig beschädigt und anschließend in einen Fluss geworfen.
Das führte natürlich dazu, dass die Takaonna etwas präsenter im japanischen Geist wurde und vielleicht deswegen auch sich jemand bei Capcom an Hachishaku-sama erinnert fühlte und vielleicht gewisse Designähnlichkeiten zu einer bestimmten Antagonistin, die ich jetzt hier nicht namentlich nennen werde, damit zu erklären sind. Auch wenn sie also eine recht neue urbane Legende ist, hat Hachishaku-sama einen Platz unter den japanischen Geistern gefunden, ähnlich wie beispielsweise Slenderman oder Ben im westlichen Horrorkanon. Vielleicht ist sie einfach nur die Takaonna in einem neuen Gewand. Vielleicht gibt es mehr auf dieser Welt, als wir alle wissen, und die Geschichte, die uns der anonyme Futaba-Poster erzählt hat, ist tatsächlich wahr. Oder es ist einfach nur eine Creepypasta, wie es einfach viele gibt, und sie hatte einfach nur das Glück, relativ früh und gut erzählt zu sein. Ein Urteil darüber will ich mir nicht anmaßen, aber ich finde es ganz interessant, über solche Dinge zu spekulieren, und ihr, hoffe ich, ebenso. Das war Hachishaku-sama, ich bin der Henrik und bis hoffentlich bald mal wieder.